Hi, wir sind Nico und Carmen und sind seit über einem Jahr auf Weltreise. 8 Monate davon haben wir in Südamerika verbracht und haben dort 7 Länder bereist. In diesem Video wollen wir euch einmal unsere 10 Highlights vorstellen und außerdem haben wir noch 5 Geheimtipps für euch, die noch nicht so touristisch, aber auch definitiv sehenswert sind. Starten wir mit Platz 10 und zwar dem Feuerland Nationalpark in Argentinien. Dieser befindet sich literally am Ende der Welt, nämlich in der Nähe von Ushuaia, der südlichsten Stadt Amerikas. Hier seid ihr richtig, wenn ihr auf ein Schiff in die Antarktis wollt, aber wir haben uns damit begnügt, die Gegend zu erkunden, die auch wirklich wunderschön ist. Den Feuerland-Nationalpark erreicht man wunderbar mit dem Shuttlebus und vor Ort könnt ihr mehrere Wanderwege laufen. Hier ist auch für jedes Skill-Level etwas dabei. Die Landschaft hier ist wirklich wunderschön. Es gibt Wanderwege im Inland mit schönen Aussichtspunkten, aber auch den berühmten Sendero Paseo de la Isla, der am Meer entlang führt. Übrigens gibt es hier keine Vulkane zu sehen. Der Begriff Feuerlamp stammt aus dem Jahr 1520. Damals hat der berühmte Seefahrer Magellan die Gegend erkundet und in der Ferne die Feuerstellen der Ureinwohner gesehen. So haben sie das Land dann Feuerland getauft. Ansonsten solltet ihr im Nationalpark auch einen Besuch im südlichsten Postamt der Welt nicht verpassen. Es gibt zahlreiche Postkarten und auch ein paar Souvenirs zu kaufen. Und natürlich könnt ihr eure Post auch direkt hier schreiben und versenden. Die vielleicht coolste Stadt Südamerikas befindet sich, zumindest unserer Meinung nach, ebenfalls in Argentinien. Und die Rede ist natürlich von Buenos Aires. In der Metropolregion wohnen über 13 Millionen Menschen. Aber als Tourist beschränkt sich ein Besuch in der Regel auf die Stadtteile in der Innenstadt. In Buenos Aires gibt es super viel zu sehen. Wir haben hier 2 Wochen verbracht und uns ist definitiv nicht langweilig geworden. Zu den Highlights gehören die historischen Plätze und Straßen in der City, der wunderschöne Rosengarten, das Planetarium Galileo Galileo und der japanische Garten. Die moderne Seite der Stadt findet ihr in Puerto Madero. Hier gibt es schicke Hochhäuser mit Glasfassaden und zahlreiche Restaurants und Bars am Wasser. Bücherfans wie wir sollten außerdem auch einen Besuch bei El Ateneo einplanen. Das ehemalige Theater ist heute ein Buchladen und gilt als eines der schönsten Buchgeschäfte der Welt. Wer sich auch gerne etwas kuriosere Sehenswürdigkeiten anschaut, für den ist vielleicht La Recoleta das Richtige. Die Rede ist von einem gigantischen Friedhof. Es gibt einige Gräber berühmter Persönlichkeiten zu besichtigen, aber auch sonst sind die Gruften teilweise so aufwendig gestaltet, dass man hier Stunden verbringen könnte. Für uns waren in Buenos Aires aber nicht nur die Sehenswürdigkeiten ein Highlight. Die Stadt hat auch generell einen mega entspannten Vibe. Man kann super durch die Stadtviertel schlendern. Es gibt zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés. Außerdem könnt ihr die ganze City mit der Metro erkunden, was so billig ist, dass es fast schon umsonst ist. Wahrscheinlich habt ihr schon darauf gewartet und auch auf dieser Liste darf natürlich Machu Picchu nicht fehlen. Vermutlich ist das für die meisten Menschen die erste Sehenswürdigkeit, die einem in den Sinn kommt, wenn man an Südamerika denkt. Die Inka-Ruine aus dem 15. Jahrhundert findet ihr in den Bergen von Peru. Die Anreise erfolgt in der Regel mit dem Zug ab Cusco, was übrigens auch eine sehr sehenswerte Stadt ist. Sportliche Reisende können aber auch zu den Ruinen wandern. Das geht über verschiedene Trails, zum Beispiel den Inka-Trail oder den Salkantay-Track. Falls ihr den Inka-Trail gehen wollt, solltet ihr euch das rechtzeitig überlegen. Der Track ist oft schon Monate im Voraus ausgebucht und im Februar aufgrund der Regenzeit komplett geschlossen. Aber egal, wie ihr es nach Machu Picchu schafft, die gigantische verlorene Stadt der Inka ist auf jeden Fall sehenswert. Wer bei seinem Besuch auch etwas über die Ruinen lernen will, sollte sich eventuell einen Guide nehmen. Außerdem können zusätzlich zur Anlage auch noch 2 Berge bestiegen werden. Dazu gehört auch der Huayna Picchu, den man in den meisten Fotos der Anlage im Hintergrund sieht. Ob ihr das machen wollt, solltet ihr euch auch vorher überlegen, denn auch hierfür sind die Tickets oft lange im Voraus ausgebucht. Übrigens habe ich Machu Picchu vor einigen Jahren besucht und die Stadt ist auch bekannt für schlechtes Wetter, was sich leider auch sehr spontan ändern kann. Als wir damals dort waren, sah die Aussicht auf die Ruine nämlich so aus. Auch mit schlechtem Wetter rechnen müsst ihr im Nationalpark Torres del Paine, aber dazu später nochmal mehr. Der Park ist vor allem bekannt für die gigantischen Granittürme und den eisblauen See. Für diesen Ausblick müsst ihr aber einen 5-stündigen Wanderweg bewältigen. Paine heißt übrigens in der Sprache der Tehuelche-Indianer Himmelblau. Die Torres del Paine sind also die Türme des blauen Himmels, was, wie wir finden, ein wirklich sehr passender Name ist. Torres del Paine liegt im Süden Chiles und gehört zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Patagonien. Den Nationalpark erreicht ihr am besten über Puerto Natales. Von hier aus fahren auch täglich Busse zu verschiedenen Spots im Park. Die Tickets kann man übrigens online kaufen. Besonders bekannt ist die Gegend aber auch für den berühmtesten Mehrtagestrack Patagoniens und das ist der V-Track. Er führt innerhalb von 5 Tagen durch den südlichen Teil des Nationalparks und schließt alle Hauptsehenswürdigkeiten mit ein.
Falls euch das interessiert, ist auch wieder schnell sein gefragt. Wir haben unsere Campgrounds 2 Monate vorher reserviert und das war schon zu spät, denn wir haben nicht mehr alle Camps bekommen, die wir wollten. Und das bringt mich dann auch schon zum Thema Wetter, denn Torres del Paine ist besonders bekannt für seinen unglaublich starken Wind. Bis zu 120 km/h können die Windböen hier erreichen und in unserem Fall war das nochmal gepaart mit Dauerregen und es war auch richtig kalt. Wir haben daher die Wandertour am 4. Tag leider abgebrochen. Weiter geht es mit Platz 6 und das ist das Valle de Cocora in Kolumbien. Kolumbien ist generell ein super schönes Land. Hier war es echt schwer, eine Entscheidung zu treffen, aber wir als Wanderfans haben uns dann doch für dieses schöne Tal entschieden. Am besten besucht ihr die Gegend von Salento aus. Dieses süße kleine Städtchen ist wirklich ein Touristenmagnet. Hier reiht sich ein Souvenirladen an den nächsten und hier fahren auch Shuttle Jeeps in das Valle de Cocora. Ja, ihr habt richtig gehört, keine Busse, sondern Jeeps und wer als letzter einsteigt, darf hinten im Stehen auf dem Trittbrett mitfahren. Das Valle de Cocora ist benannt nach einer Prinzessin der Kimbayan und bedeutet so viel wie Stern des Wassers. Bekannt ist das Tal heute vor allem für seine gigantischen Wachspalmen, die Quindío-Wachspalme. Sie ist die größte Palme der Welt und auch der Nationalbaum Kolumbiens. Die gigantischen Palmen werden bis zu 60 Meter hoch und vor so einer zu stehen, ist wirklich völlig absurd. Allerdings hat dieser berühmte Anblick eigentlich auch eine traurige Geschichte, denn die Palmen werden ja nicht aus Spaß so groß, sie sind eigentlich von dichtem Dschungel umgeben. Die Bäume, die man im Valle de Cocora sieht, stehen frei, weil das gesamte Gebiet für die Landwirtschaft gerodet wurde. Als die Europäer damals in der Gegend ankamen, haben sie natürlich auch ihr Vieh mitgebracht und für dieses auch eine besonders invasive Pflanze, nämlich Gras. So sollte die Natur hier also eigentlich nicht aussehen und das ist natürlich ein Fiasko für die Umwelt in der Gegend. Falls ihr Salento besucht und euch das Thema interessiert, kann euch Carlos im Casa Guadua Reserve bei einer Führung mehr darüber erzählen, was wirklich super spannend ist. Um das Valle de Cocora zu sehen, gibt es 2 Optionen. Ihr könnt einfach zu einem der zahlreichen Viewpoints laufen oder die komplette Wandertour machen. Das ist eine 6-stündige Runde mit über 700 Höhenmetern, aber die lohnt sich unserer Meinung nach auf jeden Fall. Übrigens hat man im Valle de Cocora das Thema Tourismus und Instagram wirklich verstanden. Es gibt hier einige Spots, die einfach nur für coole Fotos gemacht sind. Wir fanden es sehr lustig und haben auch dutzende Bilder geschossen. Der vielleicht schönste Berg, den wir je gesehen haben, und wir haben schon so einige Berge gesehen, ist der Fitzroy. Wer ihn sehen will, reist nach El Chaltén in Argentinien. Dieses kleine Örtchen hat sich selbst den Titel Wanderhauptstadt verliehen und der ist auch ziemlich passend, denn hier starten wirklich unzählige Touren in allen Schwierigkeitsgraden. Wer Fitzroy sehen will, sollte aber einiges an Kondition mitbringen, denn die Wandertour dauert über 8 Stunden und es sind 22 Kilometer und über 1000 Höhenmeter zurückzulegen. Auch unterwegs gibt es immer wieder schöne Blicke auf die Türme, aber auch auf die umliegende Bergwelt und das Dorf El Chaltén. Eigentlich ist ein großer Teil der Tour auch recht entspannt, aber dann erreicht man dieses Schild und der Spaß ist vorbei, denn ab da quält man sich gefühlt nur noch senkrecht nach oben. Aber wer es geschafft wird, wird halt einfach mit diesem unglaublichen Ausblick auf die gigantischen 3406 Meter hohen Granitberge und die Laguna de los Tres belohnt. Fitzroy ist eines der bekanntesten Wanderziele Südamerikas und vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Benannt ist der Berg übrigens nach dem Kapitän eines Forscherschiffes, mit dem Charles Darwin 5 Jahre die Welt bereiste. Den Namen verpasst hat ihn Perito Moreno. Diesen Herrn kennt man aufgrund des nach ihm benannten Gletschers ein paar Stunden weiter südlich in El Calafate. Der größte Regenwald der Erde und das größte Flusssystem der Welt ist natürlich der Amazonas und das Gebiet ist auch eines der 7 Weltwunder der Natur. Hier sind einfach mal 20% des weltweiten Süßwassers gespeichert und wie wichtig dieses Gebiet für das Klima ist, braucht man heute wahrscheinlich niemandem mehr zu erklären. Im Amazonas findet man außerdem eine riesige Artenvielfalt. Circa 10% aller bekannten Tier- und Pflanzenarten trifft man hier an. Der Amazonas ist aber natürlich auch ein spannendes Reiseziel und steht bestimmt auf der ein oder anderen Bucketlist. Wenn ihr das Gebiet besuchen wollt, gibt es echt zahlreiche Möglichkeiten, denn die Fläche von 6,5 Millionen Quadratkilometern erstreckt sich über 9 Länder in Südamerika. Die Anreise ist meistens entweder beschwerlich oder teuer. Reist ihr aus den Anden in den Amazonas hinunter, gibt es ja oft mehrere tausend Höhenmeter zu überwinden und das geschieht in der Regel entweder über einen teuren Flug oder eine lange und kurvenreiche Busfahrt. Auch in Brasilien liegt zwischen dem Amazonas und der bei Besuchern beliebten Küste meistens eine ordentliche Strecke. Für welche Variante ihr euch entscheiden solltet, hängt meistens von eurem Reisebudget ab. Wir haben den Amazonas bisher 2-mal besucht, einmal in Peru und einmal in Bolivien und wir können schon mal berichten, dass diese gigantische grüne Hölle an beiden Orten ziemlich ähnlich aussah. Wer den Amazonas als Tourist besucht, bucht in der Regel eine Dschungellodge. Bei dieser ist dann die Anreise mit dem Boot und ein Guide samt Verpflegung bereits inklusive.
keine Sorge, das Ganze klingt oft viel dramatischer, als es wirklich ist. Wir hatten beide Male eine schöne Hütte mit privatem Badezimmer und Moskitoschutz am Bett und das, obwohl wir eher günstige Touren gebucht haben. Die Tage verbringt ihr dann mit den Aktivitäten eurer Wahl. In der Regel ist das mindestens eine Wandertour, bei der euer Guide euch die Tier- und Pflanzenwelt näher bringt. Wer wirklich Glück hat oder besonders tief in den Amazonas reist, hat auch eine Chance, so seltene Tiere wie den Jaguar, den Amazonas-Flussdelfin oder eine Königsboa zu sehen. Ansonsten wird euer Guide sich aber darum kümmern, dass euch nicht langweilig wird und ihr könnt zum Beispiel Bootsfahrten unternehmen, Aussichtspunkte besuchen, im Fluss schwimmen oder Tubing ausprobieren. Oft gibt es auch Angebote, die einem das Leben der indigenen Bevölkerungsgruppen näher bringen, denn davon gibt es noch über 500 im Amazonas. Hier kommt dann zum Beispiel ein Besuch in einem Dorf in Frage oder euer Guide zeigt euch, wie die Menschen in der Gegend sich versorgen, Hütten bauen und Schmuck oder Waffen aus den vorhandenen Materialien herstellen. Nach oben hin sind einem Besuch im Amazonas natürlich keine Grenzen gesetzt, aber wir finden, dass 3 bis 4 Nächte eigentlich schon ausreichend sind, um einen Eindruck von Leben im Dschungel zu bekommen und ein paar Mückenstiche zu sammeln. Bevor wir jetzt mit den Top 3 weitermachen, wollten wir euch noch ein paar Off-the-Path-Spots ans Herz legen, also Orte in Südamerika, die noch nicht so wirklich auf der Touri-Landkarte stehen, die wir aber super schön fanden und diese haben natürlich auch den Vorteil, dass ihr sie nicht mit 1000 anderen Reisenden teilen müsst. Ouro Preto in Brasilien ist eine wunderschöne Stadt in den Bergen. Man erreicht das kleine Örtchen ganz gut ab Rio über eine längere Busfahrt. Wenn ihr gerne Kolonialarchitektur sehen wollt, dann ist das hier auf jeden Fall der Ort dafür, denn die ganze Stadt besteht praktisch aus historischen Gebäuden, Kirchen und Kopfsteinpflaster. In der Nähe gibt es auch einige Nationalparks, also plant hier gerne einen Stopp ein, falls ihr nach Brasilien reist. In Argentinien haben wir noch eine Gegend, die uns besonders gefallen hat, in der wir aber 10 Tage lang keinen einzigen ausländischen Touristen getroffen haben und das ist am Norden des Landes die Provinz San Juan. Falls ihr euch Argentinien immer so vorgestellt habt, dann ist das natürlich nicht falsch, aber tatsächlich auch nur ein Teil dieses gigantischen Landes, denn im Norden findet ihr die Wüste und das hat uns mindestens genauso gut gefallen. Um die Gegend zu erkunden, braucht ihr ein Auto, aber sobald ihr das habt, steht eurer Tour nichts mehr im Weg. Zu sehen gibt es einige spektakuläre Nationalparks, zum Beispiel den Talampaya mit dem Valle Pintado, den verrückten Felsformationen und einer Dino-Ausgrabungsstätte und den Ishigualasto mit der verlorenen Stadt. Hier seid ihr auch richtig, wenn ihr einmal Petroglyphen sehen wollt und außerdem gibt es diesen lustigen Trichter im Canyon, der sich so anhört. Etwas weiter südlich solltet ihr noch den Parque Nacional El Leoncito besuchen. Hier können auch die dort gelegenen Sternwarten besichtigt werden, denn die trockene Luft und geringe Lichtverschmutzung bietet ausgezeichnete Bedingungen zum Sternebeobachten. Die offizielle Hauptstadt Boliviens ist übrigens nicht La Paz, sondern unser nächster Punkt auf der Liste und zwar Sucre. Diese Stadt in den Anden hat wirklich so viel zu bieten. Es gibt wunderschöne Architektur, zahlreiche Klöster und Kirchen und eine sehr schöne Innenstadt. Aber die Highlights sind der Parque Cretático. Hier könnt ihr echte Fußspuren von Dinosauriern sehen und das Glorieta Castle. Dieses Schloss ist einfach mal ein bunter Mix aus allen möglichen Stilen. Ihr findet hier Elemente aus Großbritannien, Italien, aber auch aus der arabischen und indischen Welt. Die Bauherren wurden damals übrigens für ihre Kreation eher belächelt, aber heute ist das Schloss ein Nationaldenkmal und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Auch in Bolivien findet ihr in der Nähe von La Paz einen super spannenden Spot, nämlich Tiwanaku. In Südamerika findet man ja zahlreiche Inka-Ruinen, aber dieser Ort ist noch viel älter. Die Stadt hatte ca. 500 vor Christus ihren Höhepunkt. Die Stätte ist super easy ab La Paz im Rahmen einer Tour zu besuchen und es gibt einige interessante Spots und Tempel zu sehen. Wie so vieles in Bolivien seid ihr hier übrigens auf über 3800 Metern, also denkt daran, euch vorher an die Höhe zu gewöhnen, zum Beispiel in Sucre. Und unser letzter Off-the-Path-Spot ist das kleine Örtchen Villa de Leyva in Kolumbien. Während Kolumbien für eines bekannt ist, dann für seine schönen Kolonialstädte und davon findet man im Land wirklich sehr viele. Auch Villa de Leyva behauptet, wie so viele andere, die schönste zu sein. Den Ort erreicht man ab Bogotá mit dem Bus und hier kann man wirklich ein paar schöne Tage damit verbringen, durch die Gassen zu spazieren. In Villa de Leyva findet ihr auch noch eine kuriose Sehenswürdigkeit, nämlich das größte Stück Keramik der Welt und das ist die Casa de Terracotta. Ja, ihr habt richtig gehört, ein riesiges Haus aus Lehm. Machen wir weiter mit den Top-Highlights und wir sind bei Platz 3. Und das ist für uns die Atacama-Wüste in Chile. Außerhalb der Polregionen ist das der trockenste Ort der Erde und so sieht es hier auch aus. Es gibt Orte in der Atacama, wo seit Jahrzehnten kein Regen mehr gefallen ist. Besuchen könnt ihr die Wüste mit dem Mietwagen oder alternativ in Form von geführten Touren.
Es gibt einiges zu sehen, plant also mindestens ein paar Tage ein. Die bekannteste Sehenswürdigkeit in der Gegend ist das Valle de la Luna. So heißt in Südamerika übrigens gefühlt jedes zweite Tal, aber hier ist es wirklich passend, denn man fühlt sich wie auf einem anderen Planeten. Man kann mit dem Auto zu einigen Aussichtspunkten fahren, aber noch schöner ist es natürlich, eine der Wanderungen zu unternehmen. Hier habt ihr auch einen super schönen Blick auf die Bergkette der Anden im Hintergrund. Was ihr auch auf keinen Fall verpassen solltet, sind die El Tazio-Geysire. Das ist das höchstgelegene Geysirfeld der Welt und außerdem auch das größte der südlichen Hemisphäre. Geysire zu sehen ist echt sowas Besonderes und alle Strapazen wert, und das ist auch besser so, denn um El Tazio zu besuchen, müsst ihr mitten in der Nacht aufstehen. Die Rauchschwaden sieht man praktisch nur bis 7 Uhr in der Früh und die Anreise ab San Pedro de Atacama dauert ca. 2-3 Stunden. Und dass sich das Geysirfeld auf über 4000 Metern über dem Meeresspiegel befindet, hilft natürlich auch nicht gerade für die Fitness, aber bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad werdet ihr schnell wieder wach werden. Wer danach noch Zeit und Energie übrig hat, kann in der Atacama-Wüste noch das Valle del Arcoiris besuchen oder einen Ausflug zu einem der schönen Bergseen im Süden der Gegend unternehmen. In Südamerika befindet sich noch ein weiteres der 7 Weltwunder der Natur, und das sind die gigantischen Iguazu-Wasserfälle, der größte Wasserfall der Welt. Dieser besteht aus unglaublichen 255 kleinen und 20 großen Wasserfällen und erstreckt sich auf ca. 2,7 Kilometer. Die Fälle sind durch kleinere Inseln voneinander getrennt und auf diesen kann man dann auch rumlaufen, was einfach nur crazy ist. Die Iguazu-Fälle bilden die Grenze zwischen Argentinien und Chile und können von beiden Seiten aus besucht werden. Ihr solltet daher auf jeden Fall 2 Tage für den Besuch einplanen, denn beide Seiten sind sehr unterschiedlich und auf ihre Art sehenswert. In Argentinien befindet sich der Großteil der Wasserfälle, weshalb ihr hier auf dem Wasser laufen und die unglaubliche Kraft der Fälle spüren könnt. Das bedeutet aber auch, dass ihr von der brasilianischen Seite aus den besten Blick auf die Wasserfälle habt, und hier befindet sich außerdem auch die Plattform mit dem Blick auf den Teufelsschlund, eine U-förmige 700 Meter lange Schlucht. Plant auf jeden Fall für beide Seiten ausreichend Zeit ein. Es gibt vor allem auf der argentinischen Seite einige Wanderwege, deren Begehung bei den warmen Temperaturen locker den ganzen Tag dauern kann. Besonders Mutige können noch mit den Wasserfällen auf Tuchfühlung gehen, nämlich im Rahmen einer Bootsfahrt. Diese kann man von beiden Seiten aus unternehmen und die ist wirklich was für Abenteurer, denn die Touranbieter werden wirklich alles dafür tun, damit am Ende das gesamte Boot patschnass ist. Aber keine Sorge, am Bootssteg warten Schließfächer und Umkleidekabinen auf euch. Und der letzte Punkt auf unserer Liste, unser persönliches Highlight Südamerikas, ist natürlich die Salar de Uyuni, die größte Salzwüste der Erde in Bolivien. Man fühlt sich ja in Südamerika öfters, als hätte man den Planeten Erde verlassen, aber so krass wie hier fanden wir es wirklich noch nie. Diese unendliche weiße Weite ist einfach so unbeschreiblich und sowas haben wir wirklich noch nirgends auf der Welt gesehen. Wenn ihr die Salzwüste besuchen wollt, dann geht das entweder ab San Pedro de Atacama in Chile oder ab Uyuni in Bolivien. Ab San Pedro macht ihr eine 3-Tages Tour, das geht auch ab Uyuni, aber hier kann man auch Tagestouren machen, wofür wir uns entschieden haben. Die Salzwüste ist wirklich gigantisch groß, ca. 10.000 Quadratkilometer, und ist durch das Austrocknen eines Sees vor über 10.000 Jahren entstanden. Falls ihr euch jetzt denkt, da gibt es doch nichts zu sehen, dann irrt ihr euch gewaltig. Wir waren den ganzen Tag in der Wüste unterwegs und es gibt einige interessante Spots. Die meisten Touren machen erstmal einen Spot am Zugfriedhof und in einem kleinen Örtchen am Rande der Wüste. Hier kann euer Guide euch auch etwas über das Leben mit dem Salz erzählen, denn natürlich ist der Abbau auch eine wichtige Lebensgrundlage für die Bevölkerung in der Gegend. Anschließend geht es raus ins Nichts. Hier ist das Top-Highlight auf jeden Fall die Isla Incahuasi. Es gibt einen kleinen Wanderweg, unzählige Kakteen und wunderschöne Blicke in die Ferne. Auch super witzig fanden wir den Stopp im Salzhotel. Hier ist wirklich das ganze Gebäude, auch die Tische und Stühle aus Salz. Wer eine Mehrtagestour bucht, wird auch in so einem Hotel übernachten. Zum Ende des Tages darf dann natürlich auch eine Fotosession mit eurem Guide nicht fehlen, denn die Uyuni eignet sich perfekt für lustige Perspektivfotos. Und keine Sorge, euer Guide ist hier auch ein geübter Fotograf und weiß ganz genau, wie er die Bilder machen muss, um die besten Effekte zu erzielen. Mit Abstand am schönsten fanden wir aber den Sonnenuntergang auf dem größten Spiegel der Erde. Hier ist eine gigantische Fläche der Salzwüste mit Wasser geflutet, allerdings nur ein paar Zentimeter hoch. Und das Licht und die Spiegelungen hier waren wirklich mit das Schönste, was wir auf unserer Reise gesehen haben. Und das waren unsere Highlights in Südamerika. Wir freuen uns jetzt schon auf unsere nächste Reise dorthin. Aber aktuell bereisen wir Australien mit dem Campervan, wie man wahrscheinlich sehen kann. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.